Herzlich willkommen zu Klickerhu Folge 85 und den Plan, der jetzt in der Zukunft ansteht, weil die Sommerferien neigen wir jetzt im Ende. Das heißt also, unser kleines Ferien-Special hat damit dann auch quasi sein Ende. Und zwar habe ich das gemacht wie folgendermaßen. Ich bin ja jetzt quasi 2 Wochen in der Zukunft. Ne? Das heißt, was ich heute aufnehme, kommt ungefähr 2 Wochen später öffentlich. Das heißt folgendes. Die Folge jetzt kommt am 5. raus. Heute ist der 22. Ne? So, also seht ihr gar nicht, weil meine Kamera im Weg ist für euch. Wir sind ja seit dem 30. Immer dabei, pro Tag eine Folge aufzunehmen. So, das machen wir diese Woche auch noch so. Allerdings wird es zusätzlich zu den andere Episoden für Doom geben. Und zwar habe ich mir überlegt, heute gibt es nochmal ganz normal Doom Eternal, weil da hatten wir ja die 9. Map angefangen. Oder war es die 10.? Oh, die ist sogar schon die 12. Genau, da hatten wir die 12. angefangen, die mittlerweile 2 Teile hat. Wir brauchen aber noch einen 3. Teil, weil wir immer noch nicht fertig waren. So, das heißt also, heute gibt es dann Clicker Hero Folge 85 und Doom Eternal. Der letzte Teil von Map 12. I hope so. Dann morgen auch nochmal Doom Eternal, Extermination Day, Map 16. Und die letzten 4 Tage, da gibt es dann ein kleines Special. Und zwar werde ich jeden Tag. Und da muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Entweder jeden Tag eine Episode von Ultimate Doom spielen, Vanilla, und zwar komplett Vanilla, heißt also mit Crispy Doom, oder zumindest mit einem vergleichbaren, also auf jeden Fall komplett, ne, ohne Mauslock, ohne alles, komplett so wie man es früher gespielt hätte, nur halt vielleicht mit einer etwas höheren Auflösung. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall Vanilla Let's Play steht an für Ultimate Doom. Und der hat mich am Überlegen, ob ich, also heute definitiv Doom Eternal, ne, da steht fest. Die Frage ist, ob ich morgen wirklich Extermination Day mache, noch, Map 16, oder ob ich nicht morgen schon anfange und dann nehme ich morgen Episode 1, Episode 2, Episode 3, Inferno, also praktisch die letzte Map, die letzte Episode von Ultimate, von Doom 1. Dann Episode 4, die Erweiterung von Ultimate Doom. Und am Samstag nehme ich die neue Erweiterung, die 5. Episode, Doom Sigil. Die alle einfach mal komplett als Vanilla. Als Vanilla Let's Play aufgenommen. Weil wir hatten zwar schon Doom Sigil, aber das haben wir ja als nicht ganz Vanilla gemacht, weil wir haben es mit Doodle Doom zusammengespielt. Ja. Oh, dementsprechend genau. Das. Jo. Das ist so meine Idee. Von daher jetzt zurück zu Clicker Heroes. Ja, das mit dem aktiven Spiel hat nicht ganz funktioniert. Also zumindest nicht so, wie ich es mir gehofft hatte. Wir sind zwar mittlerweile auch schon wieder bei Level 2570, damit sogar etwas besser. Und wir könnten jetzt auch noch mal weiter leveln, weil mittlerweile habe ich hier noch mal ein bisschen was gekauft an Level. Das Problem ist, wir kommen nicht wirklich schnell weiter. Weil man sieht, ich muss mich tatsächlich bei dem aktiven Bild, machen wir mal kurz ein bisschen Vollbild hier, so sehr vordrücken mit meinen Skills, weil ich ohne die Skills absolut gar nicht mehr weitergekommen bin. Dass ich quasi dem, was ich eigentlich könnte, schon so weit voraus bin, dass mir auch die Söldner nichts mehr bringen. Weil die Söldner mittlerweile weniger Gold bringen, als ich jetzt dazu sowieso schon nicht genug habe. Von daher können wir die schon mal abschreiben. Das Problem ist, ohne Booster muss ich wirklich bei jedem Boss... ich meine, jetzt geht's wieder, weil ich halt über Nacht gespart habe. Damit konnte ich mir wieder hier 50 Level kaufen. Das geht. Oder waren es 75? Keine Ahnung. Aber die Sache ist ganz einfach: aktiver Bild, da kommt man nicht wirklich schnell voran, weil
bei den Bossen muss ich halt jedes Mal warten, bis meine ganzen Skills hier wieder abgekühlt sind, ne, Cooldown, ne, ein bisschen, ja, frei übersetzt, oder sind frei übersetzt, ja. Das Problem dabei ist, es bringt halt nichts. Sondern wir werden also jetzt in naher Zukunft das so machen. Jetzt nochmal die 4 Tage. 5 Tage. 6 Tage. Was rede ich da für einen Scheiß? Wenn wir es einfach nochmal so machen. Ich werde jetzt nochmal eine Ascension machen. Machen wir am besten jetzt auch gleich. So, dann schnappen wir jetzt mal den preiswertesten. 3, 3, 4, 1, 7. Also den. Bam, bam. So. Und werden jetzt die Ascension, die ich jetzt gerade anfange, die werden wir tatsächlich versuchen. Oh, was machen wir hier? Nicht gedrückt halten, danke. Noch einmal, danke. Die werden wir versuchen, tatsächlich so weit wie möglich durchzuprügeln. Und zwar denke ich mal, ich will mich jetzt nicht aufs Fenster lehnen, ne? Ich denke mal, wir werden es bis Folge 90 vielleicht schaffen, unseren kleinen, ja, hier, ein Bild habe ich dazu bekommen, weil ich halt, davor waren wir bei Level 3560 und jetzt haben wir halt 3000, ach ne, Entschuldigung, davor waren wir bei 2560 und jetzt habe ich 2570 geschafft, deswegen haben wir jetzt ein Bild dazu bekommen und das war halt, ja, ne, zurück zum Thema. Dass wir bis Folge 90 praktisch jetzt versuchen, die Ascension, die ich jetzt anfange, so weit, schläg mich doch am Arsch, so weit wie möglich durchzuprügeln. Mal gucken, wie weit wir insgesamt kommen. Und dann danach, nach Folge 90, muss ich überlegen. Möglichkeit 1. Das war ja sowieso als Ferien-Special ausgelegt, ne? Möglichkeit mal 1 wäre also, ich breche das Let's Play an der Stelle ab. Ich meine, wie gesagt, eigentlich müssten wir es in dieser Zeit durchaus schaffen, ihn zu kaufen. Das heißt, unser ursprüngliches Ziel wäre sowieso erreicht. Möglichkeit 2. Und da müssen wir noch überlegen. Wir schließen zwar das aktuelle Let's Play quasi ab, aber ich fange quasi mit einer neuen Staffel an, die dann aber nicht mehr einmal täglich kommt oder dreimal täglich kommt, sondern bloß noch einmal wöchentlich, um das Ganze wirklich rein idle bezogen zu spielen. Heißt also nicht so, dass ich hier wirklich den Browser offen habe, eine Hand darauf und dann gib ihm, sondern wirklich, wir machen einmal pro Woche eine Aufnahme. Am Ende der Aufnahme schließe ich den Browser und rühre das, den Spielstand nicht mehr an. Und am Anfang der nächsten Aufnahme werde ich dann zum ersten Mal den Browser immer, also den, ne, den Spiel immer wieder öffnen. Das heißt, zwischen den Folgen passiert wirklich von mir aus gesehen gar nichts. Ist also wirklich reines Idlen. Muss noch überlegen. Weil, wie gesagt, ja, Ferienzeit ist es so ziemlich vorbei. Ich meine, ich könnte tatsächlich noch eine Woche ranhängen. Das Problem ist halt, dadurch, dass es für euch halt 2 Wochen hinterher hängt, würde das bedeuten, dass für euch die ganzen Ferien-Special dann auch 2 Wochen nach den Ferien existieren. Was natürlich irgendwo ein bisschen blöd ist. Deswegen würde ich das auf 1 Woche limitieren. Heißt also, für mich laufen die Aufnahmen von den Ferien-Special bis 1 Woche vor dem Ende der Ferien und ihr habt die Folgen bis 1 Woche nach Ende der Ferien. Ja, quasi als Kompromiss. Und ja, dementsprechend also quasi im regulären Programm, dass wir es denn dann so machen, dass wie gesagt eine Folge pro Woche erscheint. Die werde ich dann einfach mit ins normale Programm reinklatschen, weil das normale Programm sieht ja vor, dass ich habe schon so lange nicht mehr gemacht, pro Tag, also von Montag bis Donnerstag, wieder eine Doom-bezogene Folge kommt. Also, ne, so wie wir jetzt haben, Doom Eternal weitermachen oder Doom Extermination Day weitermachen und danach dann gucken, was dann kommt.
Und dann Freitag und Samstag wieder Minecraft-bezogene Let's Plays kommen, sprich also Server. Ja. Und da wäre dann halt die Frage, ob ich jetzt praktisch immer am Sonntag denn die Folge mache mit den hier. Also praktisch tatsächlich, ob da denn jeden Tag eine Folge hochlassen und nicht mehr diese Sonntagspause immer drin haben. Oder ob ich praktisch die Clicker-Hero-Folge immer am Montag mit ins reguläre Programm reinklatsche, dass also am Montag immer zwei Folgen offline, online kommen. Muss ich noch gucken. Auf jeden Fall wäre das halt die zweite Möglichkeit, dass wir halt nicht das Display jetzt hier an der Stelle beenden, sondern praktisch auf einen Wochenrhythmus umschwenken. Wie ich das genau mache, wie gesagt, muss ich noch überlegen. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt erstmal bis Level 90 zu kommen und versuchen bis dahin die Ascension so weit durchzudrücken, dass wir in der Lage sind, den letzten Typi, den wir sinnvoll kaufen können, ne, zu kaufen. Könnt übrigens die mir nochmal den Geld geben. So, 248. Hey. Genau, also bis zu ihm hier. Ja. So viel zu dem Thema. Ach, leck mich doch am Arsch. Schon Frostleaf, der kleine Ficker. Du, die geben eine Hand her. Und guck mal darauf. Achso, ihr seht, wie man auch sieht, ne? Ich habe natürlich gestern tatsächlich den dritten Autoklicker gekauft, weil ich kam halt über die 200. Habe mittlerweile sogar schon wieder 20 zusammenbekommen. Was halt einfach daran lag, dass ich gestern halt wirklich die ganze Zeit vorbeischauen musste, weil ich halt wirklich bei jedem Boss die ganzen Skills aktivieren musste. Weswegen ich auch bei den letzten, also nicht bei jedem Boss, aber bei den letzten Bossen, weswegen ich bei den letzten Bossen auch quasi immer nur noch einen Boss alle halbe Stunde geschafft habe. Ja. Trotz der Combo, die, wie man gesehen hat, sehr hoch war, weil ich die halt über den ganzen Tag zusammengesammelt habe. Ja. Aber hat halt trotzdem nicht so wirklich gereicht. Für die letzten Bosse alleine. Deswegen, weil wir das mit dem aktiven Bild. Aktiver Bild ist halt wirklich nur gut. Also es war, wie gesagt, auch gut. Ne? Wenn man gerade Transcendent hat und dann nicht genug Hero Souls hat, um seine passiven Agents hier hochzuleveln. Aber wenn man alle schon sehr weit hochleveln kann, dann bringt der aktive Bild nur noch dann etwas, wenn man praktisch mit dem passiven Bild nicht mehr weiterkommt, also so wie wir jetzt quasi, angenommen wir würden jetzt passiv spielen und kommen bis 2500, dann haben wir praktisch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir kommen gerade nicht weiter, wir ascenden. Und da gibt es dann halt noch die zweite Möglichkeit zu sagen, nein, wir kommen zwar nicht weiter, aber wir drücken jetzt einfach noch ein paar hundert Ebenen mit dem aktiven Bild nach. Heißt also, wir wechseln aus dem Passiv raus, setzen ein paar Autoklicker hier auf die Ebene und dann gib ihm mit der Combo. Und zwar hart ohne Gleitcreme. Dafür ist sie halt noch gut, um praktisch aus einer Ascension noch ein paar Ebenen rauszuprügeln. Ja. Heißt also für uns jetzt erstmal so, müssen wir mal gucken, ob ich die jetzt hier noch zwischendurch mal einsetze, den aktiven Bild, aber ich glaube mal eher weniger. Sondern wie gesagt, wir versuchen jetzt wirklich mit dem passiven so weit wie möglich voranzukommen. Ne? Das heißt, ich werde ab und an mal vorbeischauen. Ich werde, wie gesagt, immer einen Autoklicker hier auf den nächsten Helden haben und den automatisch hochleveln lassen, wie gehabt. Quasi wie bei einer ganz normalen Ascension halt, ne? Den letzten Helden hochleveln, alle anderen bleiben hier, damit wir schön unblutzen Autoklicker-Bonus bekommen. Und dann werde ich natürlich auch noch ab und zu mal die hier einsetzen, um nochmal ein bisschen weiter zu boosten. Quasi dafür, dass wir ja hier die Klicker, die Skills nicht benutzen können. Aber dafür jetzt wieder unser Gold. Unsere Söldner, meine ich doch. Ja, so viel dazu. Okay, er ist mittlerweile auch wieder auf Level 300. Dann würde ich mal sagen, das war's hiermit auch schon. Und dann gebe ich den anderen nochmal jeweils
Nee, komm. Alle nochmal 100 Level hier umgeben, damit alle auf 200 sind, bringt nichts. Lohnt sich nicht. Der einzige, der sich jetzt wirklich lohnt, ist hier Armenhop. Den machen wir auf 150. So easy. Wirklich zwar jetzt noch gar nicht, weil wie gesagt, die Essential wird mehrere Tage jetzt laufen, aber haben wir es schon mal. Ja. Dann würde ich mal sagen, du kannst hier schon mal weg auf den nächsten und damit dann schau mit V. Dann sehen wir uns. Ja, ich habe eine ganze Menge offen gerade. Ich hoffe, es stört keinen. Ja, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, schau mit V und man sieht sich dann zu dem hoffentlich letzten Teil von Doom Eternal Map 12, was ja nun doch echt ein Dreiteiler geworden ist. Halleluja. Ja, dann sehen wir uns denn da, beziehungsweise ihr habt die Folge wieder schon gesehen. Ich nehme sie immer erst später auf, also danach. Ja, in dem Sinne, schau mit V.